Leute, willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. So, wie ihr an dem Titel des Videos schon erkennen konntet, werde ich heute die sogenannte Plopping-Methode ausprobieren. Das ist diese Methode, wo man sich so ein T-Shirt oder Langarm-Shirt um den Kopf bindet und alle seine Haare wirklich genau auf dem Kopf hat und die dann halt für eine gewisse Zeitspanne da auch drauf lässt. Ich persönlich habe diese Methode noch nie ausprobiert und werde das heute das erste Mal machen. Ich habe mir bisher nur Videos von anderen YouTubern dazu angeguckt, um zu sehen, was man dafür braucht, wie man das macht. Naja, und diese Methode ist irgendwie sehr beliebt. Die soll nämlich zum einen dafür sorgen, dass die Haare schneller trocknen und zweitens soll die auch dafür sorgen, dass die Locken verstärkt werden, also dass sie noch mehr dazu animiert werden, sich zu kringeln oder überhaupt zu entstehen. Also ich habe sehr viele Videos bei YouTube gefunden von Leuten, die so eher wellige Haare haben, die diese Methode anwenden. Also es gibt natürlich auch Leute, die Locken haben und diese Methode verwenden. Naja, und ich bin einfach neugierig, was das wohl für einen Unterschied machen würde. Ihr kennt meine Haare ja mittlerweile durch meine anderen Videos. Ihr wisst, wie die am Ende aussehen, nachdem ich sie gestylt habe. Naja, und heute werden wir dann einfach mal sehen, ob es wirklich einen Unterschied macht, die Haare für eine gewisse Zeit auf dem Kopf zu ploppen. Es gibt so ein paar Voraussetzungen beim Ploppen und zum einen ist das zum Beispiel, dass die Haare wirklich richtig klitschnass sein sollen, was mir tatsächlich auch ein bisschen gelegen kommt, weil ich nämlich ausprobieren wollte, weniger Produkt zu benutzen und mehr Wasser, weil ich nämlich glaube, dass ich das ein oder andere Mal doch ein bisschen zu viel Produkt reingemacht habe und dass sich meine Haare dann schnell runtergezogen haben und sich durch das Gewicht ein bisschen aushängen. Ja, und jetzt kommt der Widerspruch in sich. Ich werde heute die Moisturizing Curl Activator Cream benutzen und den Curling Custard von Cantu. Und der Widerspruch hierbei ist halt, dass die sehr dick ist, aber ich werde davon dann halt nur so eine kleine Erbsengröße benutzen und das dann halt in meine Haare einarbeiten. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an, meine Haare zu stylen, weil eigentlich soll sich das Video ja eher ums Ploppen drehen und nicht ums Styling. Ich werde meine Haare jetzt trotzdem erstmal wieder abteilen, weil ich halt einfach so viele Haare habe. Ich habe ein bisschen Angst, dass das keine gute Idee ist, weil dann halt die eine Seite schon wieder trocknet, während ich die andere bearbeite. Aber ich werde dann halt einfach zusehen, dass ich die beiden Seiten am Ende, bevor ich ploppe, nochmal komplett anfeuchte, dass wirklich alles am Squishen ist und man das auch wirklich hören kann und es wirklich dann auch klitschnass ist, weil das ja wirklich das A und O sein soll beim Ploppen. So, ja, sie sind jetzt auf jeden Fall klitschnass und jetzt werde ich nämlich wirklich minimal was nehmen. So, also es ist wirklich nur so groß wie eine kleine Erbse. Den Curling Custard werde ich übrigens erst ganz am Ende auf alle Haare auftragen, gleichzeitig, und werde das halt auch nicht so auf die Haare legen, sondern rein scrunchen. Habe ich auch bisher noch nicht so gemacht, aber ich werde mal sehen, wie das dann aussieht, ne? Also diese Partie hier ist auf jeden Fall fertig, die kann man auf jeden Fall squishen. Ich werde jetzt zusehen, dass ich den Rest der Haare auch noch schnell mache und dann geht's weiter. So, ich habe das Produkt jetzt in alle vier Partien eingearbeitet und jetzt werde ich einfach mit meiner Damming Brush, in der ich immer noch nur vier Reihen drin habe, alles nochmal durchkämmen und damit das Produkt gleichmäßig in alle Haare nochmal einarbeiten. Und zusätzlich werde ich dafür sorgen, dass dadurch, dass ich meine Haare dann vom Kopf wegziehe, schon Volumen an meinem Haaransatz kreiere. Und zweitens sorge ich dafür, dass meine Haare sich quasi schon zusammenkleben und ich schon so einzelne Klümpchen habe. Ich mache das jetzt auch einfach nur ganz grob. Und damit ich keinen Scheitel habe, werde ich die Haare auch nach hinten kämmen. So, ich glaube, ich brauche sie doch nicht mehr wirklich ansprühen, weil, hört ihr das? Ich glaube, ich habe noch genug Feuchtigkeit in den Haaren drin und werde deswegen jetzt einfach
meinen Curling Custard nehmen und den in die Haare von unten rein scrunchen und werde das dann von allen Seiten machen. Also ich werde so scrunchen, werde auf der anderen Seite scrunchen, ich werde kopfüber scrunchen, dass das halt einfach alles nochmal wirklich richtig aktiviert wird und zusammengescrunched wird. Und dann geht es auch endlich ans Ploppen. So, angeblich ist es ganz wichtig beim Ploppen ein T-Shirt oder ein Langarm-Shirt aus 100%iger Baumwolle zu nehmen. Deswegen habe ich hier jetzt auch eins, ein Langarm-Shirt aus 100%iger Baumwolle. Wenn man ein T-Shirt nimmt, dann sollte man darauf achten, dass es ein großes ist, weil man nämlich die Ärmel dafür benutzt, das zuzuknoten. Also wie ihr sehen könnt, habe ich das Shirt auf einer ebenen Fläche ausgebreitet mit den Ärmeln zu mir, platziere meine Haare in der Mitte und führe die Enden an meiner Stirn zusammen. Festhalten tue ich sie dadurch, dass ich die Stirn auf das Shirt lege. Dann klappe ich die Seiten des Shirts Richtung Kopf. Krempel den Kragen so weit um, bis er an meiner Stirn angekommen ist. Und ja, dann nehme ich nur noch die Ärmel des Shirts, führe sie einmal um meinen Hinterkopf und knote sie vorne vor der Stirn zusammen. So. Meine Haare sind jetzt wirklich alle hier oben drin. Sexy ist was anderes, ne? Aber ja, ich glaube, so soll es auch aussehen. So, das soll man jetzt eine halbe Stunde drauf lassen. Es gibt auch Leute, die lassen das länger drauf, wenn nicht sogar ganz über Nacht. Empfehle ich aber nicht, weil sich durch die Feuchtigkeit, die sich hier drunter halt bildet, beziehungsweise hier drunter bleibt und nicht richtig entweichen kann, dadurch können sich, wenn man das zu oft macht, Pilze bilden. Deswegen rate ich persönlich davon ab und würde ich selber auch nicht machen. Ich halte mich jetzt an die anderen YouTuber und lasse das einfach eine halbe bis Stunde drauf. Ich glaube, ich werde einfach eine Dreiviertelstunde machen, ne? Also dann gucken wir uns das nochmal an und danach werde ich den Rest diffusen. Was mich jetzt gerade so ein bisschen stutzig macht, ist, ob das wirklich so locker hier oben sein soll. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so komplett streng sein soll. Aber es ist ja das erste Mal, falls es strenger sein soll, also falls es wirklich richtig eng sein soll und die Haare wirklich an meinen Kopf gequetscht werden sollen, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, damit ich das nächstes Mal ausprobieren kann. Ja, allerdings frage ich mich dann dabei, falls man es wirklich an den Kopf quetschen soll, ob sich die Locken dann auch wirklich noch richtig kringeln können. Naja, aber ich lasse das jetzt auf jeden Fall erstmal so und melde mich in einer Dreiviertelstunde wieder. So, liebe Leute, eine Dreiviertelstunde ist vergangen und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie meine Haare bisher aussehen. Oha! Okay, das ist schon krass. Also sie sind auf jeden Fall glänzender. Sie sehen gesünder aus, finde ich. Sie sehen dicker aus. Und ja, die Strähnen sind auf jeden Fall schon animiert dazu, sich zu kringeln. Sieht schon lockig aus, oder? Hier oben am Ansatz sieht es jetzt zwar ein bisschen platt gedrückt aus, aber das finde ich jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Die sind auch auf jeden Fall schon wesentlich trockener, als wenn ich nicht geploppt hätte. So, ich bin aber mal gespannt, wie meine Haare aussehen, wenn sie komplett trocken sind. Ich werde sie jetzt erstmal diffusen und da fällt mir gerade noch mal ein, ich habe hier meinen Föhn, den habe ich auch schon seit Ewigkeiten, keine Ahnung, wie alt der eigentlich ist. Ich bin aber auf der Suche nach einem neuen Föhn, weil mir die erste Stufe immer noch zu kraftvoll ist. Also selbst wenn ich hier auf der ersten Stufe bin, fliegt mir fast alles vom Kopf. Ich finde den wirklich zu stark für mich. Deswegen mal kurz eine random Frage nebenbei. Was habt ihr so für Föhne? Habt ihr irgendwelche, die man empfehlen kann, die einen schöneren Lockenaufsatz haben, weil der hier doch immer so ein bisschen Frizz schafft? Was ich gerne dabei hätte, ist halt hier diese Schneeflocke, also dass er wirklich eine richtig kalte Stufe hat, weil damit föhne ich eigentlich immer. Also ich benutze eigentlich überhaupt keine Hitze. Ja, falls ihr da irgendwelche Tipps habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten suche ich einfach selber weiter. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal föhnen und dann gucken wir uns mal meine Locken an. So, meine Haare sind jetzt endlich trocken. Und guckt euch das mal an.
Also was Volumen angeht, ist dieses Ergebnis, glaube ich, im Vergleich zu meinen ganzen bisherigen Videos nicht zu übertreffen. Es ist noch nicht mal komplett trocken. Es ist immer noch so eine Restfeuchtigkeit in den Haaren, aber es ist einfach mal richtig voluminös. Meine Locken sind definiert, soweit man das erkennen kann. Ich habe eine Menge Frizz, aber es sind halt so auch jetzt gerade meine komplett natürlichen Locken. Ich habe hier nichts nochmal eingekringelt oder irgendwie anders bearbeitet. Ich habe hier ein paar Locken, die sind richtig so zusammengeklebt, kann man schon fast sagen. Sie glänzen auf jeden Fall richtig schön. Das habe ich, glaube ich, den Produkten zu verdanken, weil ja, Cantu ist einfach immer noch meine Go-To-Marke. Aber ich bin schon schwer begeistert gerade. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ich doch die ein oder andere Locke habe, die wirklich ein bisschen gequetscht wurde. Ich finde sie jetzt gerade nicht. Ich hatte hier so eine perfekte, ne? Ich hatte hier gerade eben irgendwo eine perfekte, bei der man richtig gesehen hat, dass sie sich eigentlich richtig zwirbeln wollte. Dadurch, dass sie aber gegen meinen Kopf gepresst wurde, hat sie sich quasi wie eine S-Locke gedreht. Es hat also nicht wirklich funktioniert bei ihr. Aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall echt begeistert von der Methode. Ich werde die auf jeden Fall jetzt öfter verwenden, wenn nicht sogar immer, weil es ist schon echt schön so. Sieht auch wesentlich natürlicher aus, als wenn ich hier die ganze Zeit alles mit dem Finger keule oder so. Was noch ein Faktor ist, ist, dass es wesentlich weniger Zeit in Anspruch genommen hat, das alles zu trocknen. Föhn hat jetzt gerade eben schon wieder gefühlt eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich glaube, das war sogar fast eine halbe Stunde oder so. Und es ist ja, wie ich gerade eben meinte, immer noch so eine Restfeuchtigkeit drin. Aber im Großen und Ganzen hat es weniger Zeit in Anspruch genommen, dadurch, dass es durch das Ploppen schon leicht trocken geworden ist. Also es wurde auf jeden Fall schon ein bisschen Feuchtigkeit in das T-Shirt eingesogen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, Ploppen ist cool. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, gerade wenn man Locken hat und Volumen haben möchte. Allerdings, ah, da ist sie. Da ist sie, ja. Hier, die Locke, die wollte sich richtig zwirbeln, ne? Konnte sie aber nicht richtig und jetzt hat sie sich in so ein komisches S verwandelt. Naja, aber macht jetzt auch nichts. Ploppen kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Ich bin schwer begeistert. Ich finde die Methode super. Es ist nicht kompliziert, es geht relativ schnell. Es verringert den kompletten Trocknungsprozess und es sorgt für reichlich Volumen. Ja, und was den ganzen Frizz angeht, Frizz gehört nun mal einfach dazu. Ich versuche mich momentan an meinen Frizz zu gewöhnen und ihn nicht einfach komplett aus dem Leben zu streichen, weil ich wirklich immer versuche, Frizz mit allen möglichen Mitteln zu vermeiden, aber es gehört nun mal dazu. Und gerade wenn man im Norden Deutschlands wohnt, hier muss man sich einfach an schlechtes Wetter gewöhnen, genauso wie daran, dass die Haare einem zu Berge stehen und es andauernd windig ist und regnerisch und hast du nicht gesehen. Deswegen versuche ich mich gerade so ein bisschen an meinen Frizz zu gewöhnen und ihn zu akzeptieren, aber ist ja auch egal. Das war's auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Erzählt mir doch mal eure Erfahrungen mit dem Ploppen. Hat das bei euch funktioniert? Gibt es Sachen, die man da vielleicht beachten sollte? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nicht vergessen, das war heute das erste Mal, dass ich das überhaupt jemals ausprobiert habe. Also, falls ich Fehler gemacht habe, weist mich gerne darauf hin, damit ich das nächste Mal vermeiden kann. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, da unten ist der Button oder hier unten ist ein kleines Wasserzeichen, da könnt ihr auch draufklicken. Und ansonsten macht's gut und bis nächste Woche.